willkommen zurück beim dritten Let's Play von Super Mario Kart. Es wird auch erstmal das letzte sein, das ihr seht. Und zwar gehen wir wieder ins One-Player-Game, machen ein Mario Kart Grand Prix. Und nach der echt bösen Klatsche vom letzten Mal gehe ich direkt mal in die 50er-Klasse. Und um jetzt mal was Neues auszuprobieren und da ich, wenn ich als Yoshi gespielt habe, immer den Koopa hier vor mir hatte, nehme ich den jetzt einfach mal und gucke, wie ich mit dem zurande komme. So, den Mushroom Cup hatten wir schon, den Flower Cup genauso, sogar zweimal. Und deswegen gehen wir jetzt mal auf den Star Cup und schauen, wie ich mich da anstelle, einfach um mal alles zu zeigen. Runde 1. Dramatische Szenen direkt am Start. Und ich kann bis jetzt keinen vernünftigen Turbo-Start. Okay, also. Luigi ist also, wenn man mit Koopa fährt, der Beste. Wenn man mit Yoshi fährt, der Allerletzte. Boah. Der ist natürlich auch ein kniffliger Gegner für... Na! für den Kampf um den ersten Platz. Weil die zwei Mario-Brüder ja nun mal diese Fähigkeit haben, direkt ohne irgendwelche Vorwarnungen quasi den Stern zu zünden. Das kann natürlich, wenn man sich gerade ordentlich beharkt, etwas dämlich werden für einen. Das letzte Mal, letzten Sonntag, ist das Ganze ausgefallen, weil ich da auf der Gamescom unterwegs war. Sehr schicker Tag, sehr schicker Tag. Ich bin extra ganz früh morgens hier losgefahren, damit ich da rechtzeitig da bin, wenn die Pforten geöffnet werden. Es hat auch super geklappt. Ja, da ist der gute Toad über seinen eigenen Pilz gefahren. Ich habe dann einfach mal nur ein paar Fotos gemacht, allerdings keine Videos. Das heißt, es wird davon nichts hier auf YouTube zu sehen geben. Vielleicht nächstes Mal... Aber es macht schon eine Menge Bock. Vor allem, wenn man da morgens direkt hinkommt und die Hallen noch so halbwegs leer sind. Mal eine neue Musik für den ersten Platz. Auch nicht schlecht. Na, wann geht's weiter? So. Und ich hatte keinen wirklichen Plan, wie es da jetzt so abgeht und wo ich jetzt unbedingt als allererstes hin muss. Von daher bin ich einfach mal durch die Gegend gestreift. Und bin direkt in der Blizzard-Halle gelandet, was natürlich ziemlich cool war, weil die da natürlich einen riesen Aufriss machen, was die Präsentation ihrer Spiele angeht. Und in einer Halle zu sein, die quasi nur aus Diablo, StarCraft und World of Warcraft besteht. Achso, und hier dieses Hearthstone. Aber das zähle ich jetzt einfach mal zum Warcraft-Universum dazu. Oh nein! Das war schon genial! Also da kommst du rein, überall ganz düstere Atmosphäre, weil ja eigentlich kein Spiel von denen so in die Richtung Hello Kitty geht. Und einfach gigantische Leinwände, die permanent einen Trailer nach dem anderen abspielen. Und ich habe das noch nie erlebt. Da kommst du rein, stellst dich davor und dadurch, dass das die komplette Halle einfach in sich stimmig lebt, stand ich da vor dieser riesen Leinwand und da kam dann gerade ein Trailer für StarCraft 2. Und in Überlebensgröße ist dann Kerrigan vor mir aufgetaucht. Und ich hatte am kompletten Körper Gänsehaut. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich würde das auch nicht glauben, wenn ich es nicht tatsächlich erlebt hätte. Also extremst geil. Und wie gesagt, wir waren halt extrem früh da. Dadurch war, okay, bei World of Warcraft und so war dann schon einiges los. Allerdings wollte kein Mensch Diablo 3 spielen, was meinem Kumpanen, mit dem ich da war, und mir natürlich extrem zugute kam. Denn es gab einfach keine Schlange. Dann sind wir da so ein bisschen durchgetingelt und so ein lustiger Mitarbeiter, der anscheinend nur Englisch konnte, hat uns dann gefragt, ob da noch jemand hinter uns kommt. Aber es kam keiner. Was natürlich sehr geil war, die hatten da überall, also wir haben es auf der PS4 gespielt, und die hatten da überall so
Couchs, Sofas standen da. Und dann durften wir mit einem Menschen, den wir jetzt nicht kannten, da schön durch die Dungeons rocken und alles niederschnetzeln. Und es war einfach nur Reizüberflutung pur. Das war genial. Und halt für den Start, wenn du vorher noch nie da warst, extrem cool. Na, wird das was? Das wird was. Und hüpf. Lass mich durch. Danke. Ja, und wie ging's weiter? Naja, ich meine, wenn man sich jetzt nicht so ganz entscheiden kann, was man jetzt alles sehen möchte, dann Luigi, hau ab. Dann ist es natürlich etwas schwierig abzuwägen, ob man denn jetzt sich in irgendeine Schlange anstellen möchte. Wir haben es dann mal gelassen, weil wir uns gedacht haben, wir nehmen lieber viele kleine Sachen mit, als dann 3 Stunden lang für eine Viertelstunde Gameplay, also selbst spielen, anzustehen. Denn wir waren ja nur den einen Tag da. Das ließ sich leider nicht anders einrichten. Und es war nun mal auch der Sonntag, das heißt, die ganzen ganz tollen hier, so Gronkh und was weiß ich was, die ganze Play Massive Crew war natürlich nicht mehr da. Die waren ja schon seit Mittwoch da unterwegs. Haha, lass den ersten durch. Genau. Aber es kamen noch ein paar andere YouTuber, wie zum Beispiel der tolle Alberto, der es geschafft hat, von seiner 30-minütigen Bühnenzeit, die er hatte, die erste Viertelstunde einfach mal nicht zu erscheinen und dann einen Witz über Chicken Wings zu machen, die er anscheinend gerne mal verteilt. Das war's dann aber auch. Und anschließend wurden dann Selfies gemacht. War jetzt mehr oder weniger cool, da zu stehen und auf ihn zu warten. Naja, aber was soll's. War trotzdem alles cool. Also diese Atmosphäre auf der ganzen Gamescom ist natürlich extremst genial. Die ganzen Cosplayer, ich habe ja also schon öfter mal so viele auf einem Haufen gesehen, aber da waren so geniale Kostüme dabei. Ich weiß gar nicht, wie man das in Worte fassen soll. Kann man auch gar nicht. Da gibt es ja dann auch noch dieses Cosplay Village, wo dann... Wo dann... Lass mich durch... Auch richtig eine Bühne ist, wo die dann... Das habe ich noch nie gesehen. Wo die dann Theaterstücke quasi aufführen. So mehr oder weniger improvisiert. Ja, das gibt's doch nicht. Das hier ist die 50 Kubikzentimeter Klasse und ich komme hier nicht durch. Also es war extrem cool anzusehen. Da gab es dann halt mehr oder weniger tolle Kostüme. Aber alles in allem echt Respekt, Leute. Falls irgendjemand, der da war, das hier sieht, mein Glückwunsch. Ich könnte das alles überhaupt gar nicht. Das scheitert bei mir alleine schon daran, dass ich gänzlich unbegabt bin, was Schneiderei angeht und so. Und mir dann aus... Ja, aus was macht man das denn? Aus irgendeinem Bauschaum oder... Nein! Also aus irgendwelchen Schäumchen basteln die sich ja dann ihre gigantischen Waffen und den ganzen Krams. Also extrem cool. Ich kenne da jetzt auch nicht alles von, was das dann darstellen soll, aber... Genial. Und dann gab es dann auch ein Grüppchen, das quasi als Zombies durch die Gegend gelaufen ist. War auch nicht schlecht. Und auf einmal dann im Gang, ich meine, da ist jetzt nicht so viel Platz, weil da waren schon ein paar tausend Leute an dem Tag. Auch wenn es der letzte war und es da anscheinend schon ein bisschen ruhiger war. Ah, lass mich durch, lass mich durch. Aber wenn dann auf einmal so eine Zombie-Meute auf dich zuläuft, blutverschmiert und mit verkrusteten Gesichtern und hast du nicht gesehen, dann ist das schon ein beeindruckendes Schauspiel, ne? Hat mich irgendwas ganz besonders fasziniert? Nee, also das Gesamtkonzept ist halt einfach auch nö, ne? Okay. Also ihr seht, wahrscheinlich wird auch das hier mit einem zweiten Versuch erst schaffbar. Nein! Oh, ich... Gott im Strahl.
Also es ist halt alles total genial. Was ich natürlich total schrecklich fand, Assassin's Creed. Das Spiel an sich kann ich nichts zu sagen, außer das, was ich halt gesehen habe. Ich habe mich dann nämlich in die Schlange gestellt, um dann halt wirklich auch selbst mal ein bisschen zocken zu dürfen. Und das Spielgeschehen war auch total super, allerdings die Präsentation war echt für die Füße, weil das war ein Fernseher, ich glaube, es ist auf einer Xbox 360 gelaufen. Also jetzt nicht Unity, sondern Rogue. Yes! Eat this, bitch! Ah, das sieht doch besser aus. Und dann waren das Fernseher, also da war an HD nicht zu denken, dass sie waren zwar flach, aber irgendwie hast du gedacht, du hast so eine alte Röhre vor dir, die jetzt natürlich auch nicht so schlecht ist, aber es war so dermaßen pixelig und hast du nicht gesehen, also das hätte man sich echt, da hätte man definitiv mehr rausholen können. Aber, was soll's, ich habe da ein tolles Rubbel-Tattoo gekriegt beim Rausgehen. Ist ja auch mal schön, wenn man nicht weiß, was man machen soll, kann man sich ja so einen Aufkleber da auf den Arm rubbeln und dann so tun, als wäre man der große Macker. Und hat dann ein Assassin's Creed Logo auf dem Arm. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Was zweiter? Ich krieg ein Kind. Vor Freude. Dritter? Siehst mal, Yoshi ist immer ganz gut. So, jetzt, den krieg ich. Der war ja klar, der packt jetzt seine Sternfähigkeit. Ich weiß nicht, ob man das als Stern bezeichnen soll, aber jedenfalls ist er unverwundbar und alles schrecklich. Na, aber bis jetzt ist er ganz gut. Das Problem ist einfach, wenn man hier gegen die Wand fährt, dann wird man so weit zurückgestoßen, dass man einfach nur schreien könnte und... Okay, zweiter Platz. Wenn ich das jetzt packen könnte zu halten, das wäre ja ideal. Och, Mann. Traut man sich jetzt auch nicht zu überholen? Also ich jedenfalls nicht. Zap, zap. Yes. Hast du den Drift gesehen? Voll gegen die Wand. Ja, nein. Oh. Komm, aber wenigstens den vierten, damit ich weiterkomme. Dritter und... Ah, knapp, knapp, knapp. Das wäre fast noch der zweite geworden. Mann, im Vergleich zu der Achterpleite, die ich da eben hingelegt habe. Ja, Gamescom, ne? War ein bisschen voll. Ich habe auch ein super tolles Bild mit Pikachu ergattern dürfen. Also das war so... Ja, also... Wenn man jetzt... die Anime-Sachen da zugrunde legt, dann war das ein wirklich überlebensgroßes Pikachu. Es war nämlich circa 1,5 mal so groß wie ich. Grob über den Daumen gepeilt. Fahr, 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 fahr. Okay, so, schön. Alles in allem war die Organisation natürlich auch extrem gut, finde ich jedenfalls. Ich weiß ja nicht, was da die ganzen Tage davor so abgelaufen ist. Ich habe mal ein bisschen mitgekoppelt, dass natürlich dann die Autogrammstunde von Gronkh, Sarrazar und Sergeant Rumpel dazu geführt hat, dass da echt drastische Quetsch-Massaker stattgefunden haben und dann irgendwann abgebrochen werden musste. Aber ansonsten muss ich sagen, dass der Einlass war super, dass sie das wellenweise gemacht haben und nicht alle versucht haben, gleichzeitig da rein zu quetschen. Denn so konnte man... Ich hatte nur so ein vorläufiges Ticket, was man erst noch an der Kasse gegen eine richtige Eintrittskarte umtauschen musste. Sowas hatte ich und dann hast du halt da dein Bändchen geholt und was weiß ich was. Und das war alles extrem entspannt, weil du nie irgendwie gedacht hast, wenn ich mich jetzt einmal umdrehe und zur Seite gucke und dann wieder nach vorne meinen Blick richte, dann ist auf Alter! Auf einmal irgendjemand da, der vorher nicht vor mir stand. Fahr doch mal da drüber, Mann!
Na, du bist auch okay. Yoshi, weg. Danke. Das war gut und es war auch gar nicht so überfüllt. Also es ist natürlich extrem viel los da. Und wenn du irgendwas Spezielles spielen willst, dann musst du echt damit rechnen. Hier Far Cry 4 und so ein Krams, da waren Schlangen von über 2 Stunden. Und was mich überrascht hat bei Super Smash Bros., da war auch eine Schlange, da war ich dann irgendwann, bin ich dann mal wieder vorbeigekommen, da stand da, ab hier warten Sie 240 Minuten. Das hätte ich nicht erwartet. Erstens, bei Nintendo generell fand ich es überdurchschnittlich voll. Dafür, was da geboten wurde. Und dass die Leute halt echt so geil darauf sind. Ich meine, da gab es dann Monster Hunter und sowas dann noch für ein 3DS. Aber ich habe damit echt nicht gerechnet, weil was ich so in meinem Umfeld immer höre, da wird dann immer gefachsimpelt, ob jetzt dann die PS4 oder die Xbox One geiler ist und über Nintendo redet da eigentlich gar kein Mensch mehr. Aber da scheint doch ein eine riesen Fanbase noch zu herrschen. Denn Spielspaß ist halt doch nicht zu unterschätzen. Sowas wie Mario Kart gibt's halt einfach nicht auf den anderen Konsolen. Was ich eigentlich mal sagen wollte. Ne, Quatsch. Ich wollte mal zurück und jetzt mal im Time Trial steht da. Okay, Time Trial. Dann nehme ich jetzt aber wieder einen Yoshi. Zeigen wollte, war noch der Special Cup. Weil das werde ich definitiv nicht packen. Ihr habt ja gesehen, was das für ein Scheiß ist, wenn du mit 100 Kubikzentimeter da durch die Gegend fährst. Und ich zeige jetzt einfach mal die Strecken so, ohne Gegner, weil dann habe ich auch eine Chance, alles mal zu zeigen. Und dann habt ihr wenigstens alles mal gesehen. Ja, genau. Ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, ich bin hier der totale Volldepp. Jo, nö. Gamescom, hier. Es war leider nur der... Nein, der Sonntag. Ich wäre gerne auch schon am Samstag da vorbeigefahren. Allerdings ging das leider bei mir aus zeitlichen Gründen nicht. Allerdings hätte ich wahrscheinlich, wenn ich den Samstag auch Zeit gehabt hätte, wäre ich dann doch eher zum Videoday gelaufen. Yes. Das ist gelaufen. Ich muss erstmal nach Köln kommen. Also, und dann vom Parkplatz aus bis dahin gelaufen. So wird noch ein Schuh draus. Weil ich glaube, man kann auf der Gamescom halt schon viel sehen. Und es gibt da auch viel, was einen wirklich dann auch ziemlich wegblasen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass ich das 4 Tage am Stück zum Beispiel dann sehen möchte. Weil es ist sowieso schon anstrengend. Wir sind da um 9 Uhr rein. Wir haben ein bisschen früher aufgemacht, also so 8:45 waren wir dann drin. Und sind dann halt tatsächlich auch erst um 18 Uhr, als da wieder alles dicht gemacht wurde, gegangen. Und so ab, ja, also spätestens ab 16 Uhr hatte ich eine ziemlich dicke Birne, weil halt, es ist permanente Reizüberflutung. Du kommst da hin, findest natürlich alles total geil. Und es ist ja auch total cool. Allerdings überall durchgehend extrem dröhnende Musik, wenn du da vor irgendeiner Bühne stehst und dir irgendwas erzählen lassen möchtest, dann hängen da diese Bananen von Lautsprecherboxen direkt vor deiner Nase. Wenn du halt das Glück hast, weiter vorne hinzukommen. Und du wirst da quasi die ganze Zeit nur beschallt ohne Ende, dann ist überall natürlich, vor allem in der EA-Halle kam mir das besonders krass vor. Überall bunte Lichter. Und die waren dann, Change Course, genau. Und die waren dann irgendwann so cool, dass die dann, da gab es dann FIFA 15, hier dieses neue Dragon Age, wie war es, Inquisition, richtig? Worauf ich mich übrigens auch ziemlich freue. Dann gab es die Sims 4.
Gibt's da noch irgendwas? Ach so, und hier, Battlefield Hardline. Was jetzt nicht unbedingt so mein Favorit ist. Nicht, weil ich Battlefield nicht mag, aber mir gefällt einfach das Setting nicht. Und da liefen dann natürlich auf sämtlichen riesigen Monitoren ständig die Trailer für diese Spiele. Allerdings halt mit relativ leisem Ton. Also relativ für Gamescom-Verhältnisse. Und irgendwann sind sie dann aber dazu übergegangen. Also, und es gab normale Beleuchtung, wenn du da angestanden hast. Und irgendwann sind sie dazu übergegangen, für alle Spiele alle Trailer am Stück zu zeigen. Was bedeutet... Oder nee, ich glaube, die wurden dann auch so ein bisschen ineinander gemixt. Aber ist ja egal. Jedenfalls war das ewig lange. Da ging, glaube ich, dann eine Viertelstunde lang ständig der Punk ab. Und es war nicht nur so, dass dann da auf den Monitoren überall das Gleiche lief, sondern dass dann auch die Beleuchtung mitgespielt hat. Was bedeutet... Die komplette Halle stand quasi auf dem Kopf. Und wenn du dann halt eh schon so seit circa 8 Stunden unterwegs bist, das kommt sogar ziemlich genau hin, weil wir bei EA dann doch sehr spät erst waren. Und von 9 Uhr 8 Stunden aus sind ja dann, ist ja dann 17 Uhr. Da wurde es einem dann doch schon ein bisschen anders, ne? Aber war trotzdem cool. Also wer da zweifelt, ob er da hingehen sollte oder nicht und mit sich hadert und Bock hat, neue Spiele auszuprobieren, die es halt noch gar nicht gibt, die dann irgendwann demnächst mal rauskommen, der soll da bitte hingehen und sich alles geben. Es ist total cool, vor allem wenn er dann auch noch da drauf steht, da irgendwelche Skins für, was weiß ich, LOL-Charaktere oder was weiß ich was abzugreifen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein Erlebnis, sagen wir es mal so. Aber man sollte da ausgeschlafen hingehen. Einige hatten auch ihren eigenen Proviant dabei. Das kann man auch nachvollziehen, weil es sind halt Messepreise. Obwohl, so schlimm war es nicht. Also ich meine, Bratwurst für 3,50 mit Brötchen ist jetzt nicht die Welt. Oder ein Getränk für, ich glaube auch irgendwas, 3 Euro Quetsch. War okay. Kann man sich mal geben, ne? Und wenn man natürlich darauf steht, da irgendwelche YouTuber zu treffen, die dann zufälligerweise genau an dem Tag, wenn man da ist, vor Ort sind, dann ist das natürlich nochmal viel geiler. Da waren jetzt auch ein paar auf der Bühne zu sehen, die ich zum Beispiel noch überhaupt gar nie gesehen habe, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Und nachdem sie auf der Bühne dann ihre kleine Show abgezogen haben und wieder gegangen sind, habe ich mir auch gedacht, das macht jetzt nichts, dass ich die vorher nicht kannte und wahrscheinlich, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wie die heißen. Macht ja nichts. Mich guckt ja auch zurzeit absolut, ja, niemand jetzt nicht, aber eine kleine, aber feine Auswahl von privilegierten Menschen, die in den Genuss kommen, diese Let's Plays zu gucken und mein Gesabbel zu hören. Ich habe auch schon eine Anfrage gekriegt, ob es denn nicht möglich ist, mit mir zusammen dann mal so ein Sonntagssession abzuhalten. Da überlege ich mir noch was. Ist natürlich Mario Kart ganz gut für geeignet, aber vielleicht finden wir ja noch was anderes. Müssen wir mal gucken. Yippie! Also, falls du, einer Mensch, der das hier gerade sieht, Lust hast, mit mir irgendein spezielles Spiel zu spielen, was man zurzeit spielen kann und nicht zwangsläufig zusammen in einem Raum sein muss oder in der gleichen Stadt wohnen muss, dann sag mir ruhig mal Bescheid. Gerne einfach mal in die Kommentare und fertig! Okay. Die Musik war jetzt irgendwie anders als sonst. Denn ich bin da echt für alles offen. Oh nein, die hatte ich doch eben schon. Wir nehmen Vanilla Lake 2. Ach ja, eine Eisstrecke. Ich freue mich. Komm, wir lassen jetzt echt mal hier ein Burnout. Yeah! Yeah! Da qualmen die Reifen. Also, um es kurz zu machen, wer Bock hat, mit mir mal irgendwas zu spielen und ich bin für das Spiel zu haben, dann meldet euch.
dann sprechen wir das alles mal durch und vielleicht gibt's ja dann hier irgendwas mit zwei Kommentaren. Denn zu zweit macht's ja auch ein bisschen mehr Spaß. Oder zu dritt oder zu viert oder was weiß ich was. Tja. Wenn es irgendwelche Themen gibt, über die ich unbedingt mal reden sollte, vielleicht jetzt nicht unbedingt Weltfrieden und den Hunger in der dritten Welt, dann schreibt mir das ruhig auf. Fragen zu meiner Person werde ich, kommt drauf an, wie sie gestellt sind, auch beantworten. Wenn die Fragen lauten, ey, was bist du denn für ein Spaß? Dann werde ich da nicht unbedingt drauf antworten. Wenn es netter formuliert ist, dann denke ich mal drüber nach. Mann, diese Schlitterei. Also die finde ich jetzt hier natürlich nicht mehr so toll, die Strecke. Allerdings, ihr merkt, meine Stimme ist noch ein wenig angeschlagen, denn wenn man sich auf der Gamescom unterhalten möchte, dann muss man ein bisschen schreien. Und für die Menschen, die denken, ich nehme das Sonntags-Let's Play an einem Sonntag auf, die wissen jetzt, dass es nicht so ist. Und es tut mir auch leid, wenn meine Stimme jetzt gerade irgendwie immer weiter absackt und im Boden versinkt. Aber das ist nun mal so. So, und jetzt, meine Damen und Herren, Trommelwirbel. Danke. Die Rainbow Road in ihrer allerersten Ausführung. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, ihr hasst sie. Noch ohne rauf und runter und hast du nicht gesehen, dafür absolut ohne Begrenzung. Es geht direkt rechts und links runter. Ich sehe absolut nirgends Münzen liegen. Gibt's ja auch nicht, weil ist ja gegen die Zeit. Aber es ist so ein Pain in the ass, hier lang zu fahren. Vor allem, weil diese... Nun! Weil diese... ja, wie heißen sie denn jetzt? Stomp-Oms, glaube ich. Auch noch unter Strom stehen. Das heißt, selbst wenn man es schafft, nicht von ihnen plattgewalzt zu werden und nur dagegen fährt, dann dreht man durch wie sonst was. Nein! Ich hätte so gerne eine Begrenzung. Also ich weiß, dass es die natürlich auch in anderen Teilen, in neueren Teilen zu fahren gibt. Allerdings natürlich nicht im Original-Layout. Die Streckenführung, nein, schlicht. Die Streckenführung ist zwar die gleiche, aber nein. Auch dann sind hier und da natürlich so ein paar kleine Änderungen, wie zum Beispiel diese Boost-Pfeile, wo man dann drüber fährt, was das eigentlich auf dieser Strecke noch... Mensch, Nintendo, das ist doch verantwortungslos, hier solche Boost-Dinger einzubauen. Kann doch kein Schwein mit umgehen. Vor allem, wenn du da drüber fährst, ohne zu sehen, dass da sowas ist, dann wirst du einfach mal über den Rand hinaus katapultiert, obwohl du eigentlich richtig gefahren bist. Naja, gut. Nächstes Jahr Gamescom. Ich werde mir auf jeden Fall mal Karten sichern. Nein! Ich weiß noch nicht, ob ich dann da hingehe. Aber da gibt es bestimmt Abnehmer für. In meiner Familie freuen sich da bestimmt Leute drüber. Nein. Wie schlecht. Wie unfassbar schlecht. Ich weiß ja nicht. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der einfach mal auf gut Glück Karten kauft und dann mal guckt, ob er hingeht. Ich kaufe mir eigentlich immer erst Tickets für irgendwas, wenn ich auch... Nein! Ganz genau weiß, dass ich da hingehen möchte und auch Zeit dafür habe. Allerdings kann das natürlich hier, nehmen wir mal Wacken als Beispiel. Dieses Jahr war es gerade rum, einen Tag später ging der Vorverkauf für das nächste Jahr los, für 2015. Und wie lange hat es gedauert, bis alles ausverkauft war? Noch nicht mal einen Tag. Es können ja nicht nur Leute sein, die ganz genau wissen, dass sie nächstes Jahr da auf jeden Fall hingehen. Es gibt natürlich Menschen, die sagen, ja, ich nehme mir da auf jeden Fall Urlaub und es ist ein Ritual. End. Aber irgendwie
glaube ich nicht, dass das alles nur Leute sind, die auch das Ticket für sich kaufen, sondern da durchaus auf eBay mal was verhökern wollen. Und finde ich dann eigentlich nicht mehr so cool, weil, naja, es ist quasi ein Geschäftsmodell auf Kosten anderer Leute. Ich weiß nicht. Ich sag mal nichts weiter dazu. Sonst hänge ich mich zu weit aus dem Fenster. So, das war's jetzt erstmal. Super Mario Kart haben wir jetzt damit erstmal abgehakt. Ich hoffe, irgendjemandem hat das gefallen. Ich persönlich fand's ganz schick, das Ganze mal wieder zu spielen. Allerdings bin ich halt echt viel schlechter geworden, als ich früher war. Schauen wir mal, wie es mit den anderen Spielen ist. Ich werde mir dann demnächst mal was aus den Fingern saugen, was so in die Richtung Yoshi's Island geht. Ich habe da sowas gelesen, dass das vielleicht der ein oder andere sehen möchte. Von daher wisst ihr schon, was nächsten Sonntag auf euch zukommt. Ich sag das jetzt einfach schon mal ganz fest zu. Sofern das Modul hier nicht die Grätsche gemacht hat, aber ich denke nicht. Ich habe das vor einiger Zeit nochmal probiert und da ging es noch. Von daher sehen wir uns nächsten Sonntag dann auf einer kleinen Insel mit vielen bunten Drachen und einem extrem nervigen Kleinkind, das immer nur rumplärrt. Ich weiß, ihr kennt es, ihr liebt es, aber vor allem hasst ihr es. Gut, schönen Sonntag noch. Bis demnächst. Tschüss.